Es war einmal vor langer, langer Zeit. Es gab Wesen, die uns faszinierten. Der eine war dumm, der andere war dümmer. Der eine war hässlich, der andere war hässlicher. Die Rede ist von Fridolin und Jenkins. Es war eine kalte Nacht in Afrika. Akinfeber und hungriger Hugo fanden am Ufer eines Flusses etwas Seltsames. Baby. Hässliches Baby. Essen. Hungriger Hugo. Akinfeber. Mit dem Baby. Baby mitnehmen. Voll die Feder. Sie nahmen den kleinen Jenkins mit und zogen ihn auf. Trick Schwadewitsch. Jetzt du. Ja, lecker, lecker, lecker. Jetzt ist mein Hals weh. Super. Jetzt geh Fisch fangen. Ja, okay. Ciao. Hurry auf. Akinfeber. Danke. Jackets. Ja, Akinfeber. Überraschung. Guck mal. Setz dich drauf. Nein. Setz dich drauf. Nein. Nein. Akinfeber. Mein Auge. Ja! Ja! Danke, dass ihr alle so zahlreich erscheint seid, genau. Ja, Jenkins, na, was freust du dich, dass alle deine Freunde gekommen sind? Ja, das war geil, alle meine Freunde sind gekommen, alle meine lieben Schweine! Ja, Jenkins, da freuen wir uns. Zu deinem 18. Geburtstag habe ich dir ein tolles Geschenk gemacht. Was hast du für ein Geschenk gemacht? Ja, geh mal beim Geschenketisch gucken. Oh yeah! Da freu ich mich, ey. Ich voll Schnute, ey. Ja. Welches ist das Geschenk von dir? Das Grüne. Ah, danke, Anneliese. Ah, ich hab's lieb. Oh, Jenkins. Muss ich freuen für morgen. Ja, geh mal jetzt schlafen. Ja, wir sehen uns morgen. Yeah! Happy Birthday, Jenkins! Viel Spaß auf der Schweinemesse! Ich geh nochmal in meine Kruste etwas aufweichen, okay? Bis gleich! Ja! Heute Abend gibt's noch Fischstäbchen, ey. Ja, geile Schweine, ey. Richtig knacker hier, Alter. Ja, echt geil, ey. Kackflecken! Guck mal, das sind ja verschiedene Schweine. Ich bin Schweinefeld-Experte, ich kenne den Schweine. Guck mal, das ist ja zwischen diesem Knoffelbratenschwein und da ein Kartongo-Mongo und ein Flatterpinger. Oh yeah! Geil. Und hier. Ja, ich bin betrogen! Yeah.
Es war ein Bürgerkrieg, der hieß, es ging 1982 los, meine Kinder. Und ich habe überlebt. Genau. Hallo? Hallo? Ja, aber wie bist du? Ich bin Fridolin. Ja, wer ist du? Ich bin Jenkins. Ja, Jenkins. Ja. Du hast da auch ein Schwein, ja? Ja, meins hat Kackfleck und deins. Oh, geil. Ja, meins heißt Ingeborg. Geil, ja, was machst du hier? Ja, ich guck mir ein paar geile Schweine an, ja. Ja, schau mal. Ich hab ein paar meiner Pfleger bekommen, alle diese. Ja, nice. Ich hab vorhin sogar schon seltene Schweine gesehen. So ein flinker Pugnet, Alter. Ja. Ja. Hab ich schon Schwein gesehen. So ein Flitterpig, Alter. Ja, ist richtig geil. Ja, die ganzen Sorten, die sind so gut, Alter. Ja, also richtig krass, ja. Ich glaub, mein Schwein riecht dir mal in der Wache schnell. Riechst du das Schweinefutter, ja? Ich hab vorhin Ingeborg mit meiner Kacke gefüttert. Ey, ohne Scheiße, Alter, hast du mir mein Rezept geklaut. Ja, ey, aber das Beste ist immer noch Schweinemilch, ey. Ja, weißt du, magst Schweinemilch? Ja, du? Ja, ich liebe Schweinemilch. Schweinemilch. Geil, ist ja der Liebling. Ey, du schätzt mir ziemlich korrekt, ja. Ja, ich find dich richtig krass, ja. Ey, lass mal morgen treffen, oder was, Alter? Ey, morgen ist Sonntag, oder? Ich glaub, ja, ich weiß nicht, was ist Sonntag? Ich bin kein Chris! Lass uns morgen treffen. Ich würde sagen, ich kann keine Uhr lesen. Lass uns am Boston treffen, ja? Boston morgen. Ja, Boston, Alter. Ja, ich geh nochmal weiter. Ja, ich auch. Ich geil, Alter. Bei mir gibt's halt nichts mehr zu essen. Vielleicht ein bisschen Knacker, ja. Ich knocke, ja. Ich sag jetzt schau, ne? Ja, schau, mein Freund, ja. Schau. Ja, schau. Ich kann Englisch. Schau, mein Freund. Ja, schau. Das ist Ameisen getötet. Oh nein, das ist lustig. Ja, das ist Ameisen. Du bist tot und ich lebe noch. Jetzt schön reinkacken. Ey, Jenkins, schön dich zu sehen, mein Schweinemilch, Bruder. Ah ja, ich freue mich auch. Erzähl mal, wie bist du hier gekommen? Ich bin zu Fuß gegangen, ja. Und du? Ich wurde hier, aufgezogen. Ja, was, Alter? Ja, ich hab mir mein 18 gefeiert gestern. Ja, du bist 18, Alter. Ja, ich bin frisch jung, Alter. Ja. Ich bin so schön geworden, ey, seit ich 18 bin. Ja, du bist alles Gute nachträglich, ja? Ja, danke. Erzähl mal, wir sind eigentlich deine Eltern. Also pass auf, ja, ist ganz kompliziert, ich hab keine richtigen Eltern, ja, ich hab nur einen, ja. Pass auf, ich erzähl's dir, lass uns weitergehen dabei, ja. Also, es war so. Wie jeden Morgen ging ich ins Badezimmer, um in den Spiegel zu gucken, wie hübsch ich bin, ja. Und wieder mal stellte ich fest, ich bin wunderschön, ja. Ja, wunderschön, Also zurück zum Thema, ja. Also meine Freunde haben gesagt, ich soll meine Wette machen, ja. Ich soll dreimal im Spiegel Fridolin sagen, also tat ich das. Fridolin, Fridolin und Fridolin. Oh mein Gott! Und ich habe mich völlig erschrocken, ja. Es war ein schlimmer Moment. Ich musste im Spiegel erstmal feststellen, dass ich das bin. Ich konnte es erst nicht glauben. Ich habe Bewegungen gemacht und habe gesehen, dass mein Spiegelbild dasselbe macht. Ich bin hässlich geworden. Ich bin wunderschön jetzt. Aber ich bin Fridolin geworden. Meine Freunde hatten recht gehabt. Und jetzt, sieh mich an! Du sollst mich ansehen! Ich bin so wunderschön! Ja, und genau deswegen ist das so, weißt du? Ey, ohne Scheiß, Alter. Ja, Mann. Und wie ist das mit dir? Wie kam das mit dir hier so zustande, ja? Ja, okay, ich erzähl's. Es ist so! Es war ein kalter Tag. Ein Typ!
ist hier drunter geholt. Und dann schwamm ich mit meinen ganzen Homies, Alter. Raus. Die Öffnung von Dieter Bohlen. Und dann ging's ab ins Klo. Und dann habe ich Scheiße gesehen. Und Scheiße hat zu mir gesagt, du siehst halt scheiße aus. Dann bin ich irgendwie aufs offene Meer gekommen durch die Klospülung. Und jetzt sag ich Mutter Therese. Das war ein Wal. Ich schwamm hinein. Und dann dachte ich mir so, lecker Eier. Und ich geh da hin, aber es war kein Eier. Das hab ich gefangen gehalten, 9 Monate. Und ich bekam Penis. Und zwei Zitzen. Der Wal mich ausgeschissen. Und ich trieb aufs Meer hinaus. Es hat mich abgetrieben. Die Mutter Theresa. Und dann trieb ich es auf dem Meer. Und irgendwann strandete ich dann in Afrika. Und dann fand mich Akinfeva und Horiger Hugo. Sie zog mich auf. Und zeigten mir die Schweineliebe. Aber sie haben mich aufgeschlagen, deswegen wurde ich blind. Yeah. Und seitdem habe ich Angst vor Afrika. Ja, deswegen. Alter, krass, ey. Ja, ich, wenn ich die Nachrichten höre und schwarz ist, ich mache mir den Fernseher aus, ich mache keine Horrorfilme. Jetzt habe ich auch Angst vor Schwarze. Hast Lust auf richtig für den Schweinemilch, ey. Ja. Ich hab richtig Bock auf Schweinemilch, hab Entzug, ja? In der Tür da drüben, ey. Wenn mir den Messer mit Druck gibt, dann ist locker Schweinemilch. Das müssen wir auch machen, ich hab nämlich kein Geld. Lass ihn beklauen, los, Hallo, Herr Syndikat. Was ist denn Syndikat? Ich nehme auch ein Schweinemilch. Ja, und für meinen Freund ist der Friede Schweinemilch. Danke sehr. Geil, das ist so cool, ich bin so fly. Ich auch, natürlich, ich will fast abheben, aber mit dem Stuhl geht das nicht, Alter, und ich scheiß, Alter. Was hab ich gerade gepiekt, selbst schon mal hier, Obwohl, da seh ich mich in der letzten Analyse gefurzt. Oh, guck mal, da läuft was im Fernsehen. Tatsächlich, krass, ey, da müssen wir teilnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ja, lass uns machen, ja? Ja, auf jeden Fall. Na, ich locker gewinnen wir. Wir werden Schweinemeister. Ja, ich muss sagen, wir hauen ab, guck mal, das ist abgelenkt. Das ist abgelenkt, also, ja. Hier, ja. Fun! Wir beteiligen dich, du mit dir. Scheiße, ich komme hier raus, Ich bin so fly. Ich bin so fly. Der war richtig dumm, der Typ, Ja, ohne Scheiß, Alter, das ist die Karte, Alter, der ist nicht schlau, Aber war ein cooler Tag heute, ja. Ja, auf jeden Fall, ohne Scheiß, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß wie heute, Ich muss echt sagen, ich mag dich. Ich mag dich auch, Alter. Du bist richtig knacke, du bist richtig, Hundekuchen, ja, Oh mein Gott. Ja. Was hat mein Vater auch zu mir gesagt? Dein Papa, ja. Ich hab gar keinen Papa! Ich hab genug! Du kleiner Lügner, du. Oh nein. Ich hab dich auch angelogen. Ich weiß nicht mal, was ein Hundekuchen ist. Bist du dabei? ohne Scheiß, ich finde, du bist voll schlau. Ja, ich weiß. Ich hab schon meinen Abschluss in, am Schüttelsten. Wer ist das? Das ist böse angeguckt, oder? Wer bist du? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was machst du? Du krankes Schwein! Lass mal weg von dir, Alter. Geh mal weg, Alter. Oh mein Gott. Ohne Scheiß, Alter. Schwer, ich hab irgendwie das Gefühl, dass jemand, der findet meinen Arsch. Aber auf jeden Fall. Jenkins. Wie viel Uhr?
Ja. Glaubst du mir eigentlich, dass ich früher in der Schule immer der Hübscheste war? Ja. Ey, ohne Scheiß, ja. Die ganzen Omas, Alter, die hab ich mir damals immer klar gemacht, ja. Ey, ohne Scheiß, weißt du, was das Heftigste war, was ich hier hatte? Nee. Zwei Ameisen und ein Garnelenkuchen. Zwei Ameisen und ein Garnelenkuchen. Ja, ohne Scheiß. Alter, das war ein Siebener. Frieden, ich hab betrunken, doch ich. Was denn? Wie viel haben wir? Ich weiß nicht, ich kann die Uhr nicht. Ich glaub kurz nach Osten, oder? Irgendwie, ja. Ich glaub, ich muss zur Anneliese. Was warum denn? Guck, sie hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Und mein iPhone. Das ist im Arsch irgendwo. Aber ich weiß, was sie iPhone, ist das nicht ein Ei? Warte. Sag solche Staatsgeld, bist du nicht laut, ja? Ja, auf jeden Fall, ich muss jetzt los. Sonst sind alle Liese wütend. Und dann muss ich sie baden. Und wenn ich sie nackig sehe. Nein, Jenkins, geh lieber. Aber wir sehen uns ja morgen zum Schweinerennen. Ja, alle Liese sind schlimmer als eine Hängebrücke. Die hängt nämlich richtig tippe. Ciao. Herzlich willkommen zum ersten Schweinerennen in diesem Dorf. Hier sind unsere Teilnehmer, die versuchen, den ersten Platz in diesem Schweinerennen zu gewinnen. Wo bleibt Jenkins, ey? Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Ja, hallo, Alter. Oh, guck mal, die küssen sich. Ja, Alter, ohne Scheiß, ich hab von auch noch geküsst. Guck mal, Alter, geil. Ja, ohne Scheiß, Alter. Du musst aber aufpassen, mein Schwein hat Augenherpisse. Ich hab's zu lange angeguckt. Ja. Ey, was hast du auf dem Kopf? Das ist eine Pico, Alter. Das ist eine Helmkamera, ja. Ey, dieser. Ey, weißt du, ich hab gehört, wie man mehr Kamera mehr Pixel zuweisen kann, ja. Was sind Pixel? Ja, man muss die einfurzen, warte. Ja, geil, Alter, das riecht ja schon fast so wie Ingeborg aus dem Mund, ja? Ja, ich hab noch von gestern, ich muss dir was erzählen. Ja. Ich hab von gestern noch ein paar Schuppen. Ich muss schnell einbuddeln. Ein paar Schuppen? Ja, jetzt rein damit! Oh, ich hab Baby entführt. Stirb der da. Ja, stirbt so ein Baby drin, Alter. Ja. Ja. Und ja, hier meine Schuppen. Okay. Ja, warte. Ja, mein Schwein, und ab, mein Schwein, ey! Ingeborg! Ey, du bist ein bisschen nervös, ist okay. Ja, aber du musst mitkommen, ja? Ingeborg, ey, du kannst ja nicht abhauen, das kannst du nicht machen. Ey, wir müssen, glaube ich, zum Rennen. Es ist schon fast kurz nach Boston. Ja, kurz nach Boston. Okay, komm mit. Ey, los, Alter. Ingeborg, gib Gas, Alter. Alter, ich bin schon noch richtig auf heiß wieder. Ja, Mann, ich hab mein Schwein heute ein bisschen gedopt, ja? Ich hab's mit ihrer eigenen Schweinemilch gefüttert. Ja, stoppen Sie Ihre Schweine. Alle sind Sie hier! Ja, wir sind Entschuldigung, Sie können nicht mehr mitmachen. Ja, doch, wir machen jetzt mit. Fresse, ich hab deine Mama gepupst. Wir machen jetzt mit hier. Du hältst jetzt deine Fresse, ja. Ohne Scheiße, ich kastriere dich wie eins, Adolf Hitler. Na gut. Oh nein, mein Handy, ich muss einbuddeln, aber ich hab nichts mehr, okay. Dann begrüßen Sie unsere zwei weiteren Teilnehmer namens. Jenkins! Und? Ich hab mir dann vergessen, warte. Friedel. Okay, Hallo. Gut, dann sage ich einfach mal nochmal herzlich willkommen und dann geht das Runden, Rennen los. Macht eure Schweine bereit. Wie viele Runden? Drei. Wie auch angekündigt. Drei, Alter. Ich will, dass es zwei. Drei, das ist genau die gleiche Anzahl an Leberflecken, die ich auch bei Popo hab, ja. Danke für die Information. Bitte zurück. Aber egal, es geht weiter. Das Rennen geht los in 3, 2, 1, los! Ja, Ingeborg! Nein! Ich bin abgeschickt! Wir holen uns! Ingeborg! Gib Gas! Komm, die holen wir uns! Du bist geboren! Komm, den Opa da vorne holen wir uns, Alter, diese Opa! Die werden ausgeschaltet! Der Opa! Jenkins! Ja!
du musst die Oper crashen, ja. Hat er leider zu viel Schwein mich getroffen. Soll ich auf sein Schwein gehen, ey? Der Fly, Alter, der ist richtig Fly. Hau den kaputt, den Opa, ja. Auf welchem Platz bist du? Ich bin, glaube ich, letzter, Alter. Man sieht's hier auf meiner Pinko, ja. Alter, guck mal hier, man sieht krasse Fahrt, Alter. Los jetzt, los! Jetzt geht das Schwein los, jetzt geht's los, Alter. Jetzt, ich hab mein Schwein gedopt gerade. Hörst du, wie die Zuschauer Jenkins rufen? Er hat einen Crash, Jenkins! Häng ihn ab! Komm schon, Schwein! Los, Hingebrock! Nein! Kackflecken! Kackflecken! Komm schon! Ich glaube nicht! Hingebrock, gib Gas, Alter, Hingebrock! Ja, Astemary! Astemary! Ich bin der Stein, ja, Jenkins, ich hab dich gleich, Nein, Jenkins, nein! Ja, komischer Bauer mit seinem Hut, Alter, jetzt komm ich aber richtig, ja. Ich glaube nicht, Alter. Jenkins, nein! Letzte Runde, Jenkins! Du Wichser, Astemary! Auf welchem Platz bist du Erster? Ja, ich bin der Erste, ich überrunde schon die ganzen Winner. Wie nervös sind sie laufen hier rum, ja? Du Clown, Alter! Komm, Alter, jetzt geht's los! Komm schon, Piki, Alter, los! Erstes geschafft? Ingeborg, beruhig dich, ich bin Erster geworden. Ja. Ingeborg trinkt durch. Ich hab's geschafft. Ich bin Zweiter. Und Ingeborg trinkt durch. Wir haben unsere drei Platzierten. Damit ist das Rennen beendet. Zu viel, alter Knacker, Alter. Dein Mund sieht aus wie ein Sack, Alter. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zur Siegesehrung. Jenkins, Alter. Siegesehrung, Alter. Was macht die, Alter? Ich bin stolz auf uns. Ich bin auch stolz auf uns, Alter. Alter, wer ist denn, Alter? Und auf dem dritten Platz ist Papa Johnson. Papa Johnson, du bist ganz schlecht. Auf dem zweiten Platz ist Jenkins. Jenkins, mein Schweinebruder. Und auf dem allerersten Platz ist Fridolin. Das ist mein Sohn. Glückwunsch euch allen! Ja, danke, Alter, du Nippel. Papa Johnson, Alter, und Frieden, Jenkins, Und Schwein Ingeborg da unten. Guck mal, meine schöne Helmkamera. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Kackflecken vorhin bei den Keksen gesehen, Ey, kriegst du den Durchfall? Okay, wie viele Feuerwerk haben wir noch? Das wird ein bisschen zu viel. Geld sparen. Was soll das jetzt, Alter? Nicht zu viel für uns, wir sind, wie heißt ich aber? Bist du. Jenkins! Egal, herzlichen Glückwunsch, dass ihr gewonnen habt, auch wenn ihr euch zu spät angemeldet habt. Aber meine Haare, die haben mich verbrannt. Ich hab, weil ich ja schon Sport gemacht habe, verbrennt ich immer Fett. Meine Haare bestehen nur aus Fett. Ja, warte, ich ess mal eben Snickers. Sie sind wieder da! Pia, okay, hör auf, die Kamera zu bringen. Da gucken Kinder zu! Das hat richtig krass gemacht, das Ding, ja? Ohne Scheiß, Alter, wie damals Michael Schumacher! Wir sind besser als der! Aber der Hallo? Hat Schuh gemacht! Nein, mein Herpes ist wieder da! Nein! Mein Herpes redet mit dir! Was? Das ist wohl erkennt man Hallo? Warte mal, da hinten! Konntet ihr eventuell kurz kommen? Ich muss mit dir reden! Ich glaube, der mit uns! Sollen wir da hingehen? Ist es die Toilette vom Skandal zu dir? Ich weiß nicht, aber was ist, wenn der Pädophil Kommt ist? Doch bitte! Der ist nicht pädophil! Er wollte mich nicht wissen! Wenn er eine Frau ist. Weißt du? Kommt doch mit rein! Ich geh nicht durch die Tür, ich hab die Türphobie! Geh mal aus, mach mal die Tür jetzt zu, Ich hören sie auf!
Kommt der Streit? Ja, der hat aufgemacht, der war ja, Tintenstreich, ist nicht verarscht. Kommt doch bitte rein. Tintenstreich, ja, na klar. Ja. Nein. Hören Sie auf zu klingeln. Ja, da klingelt. Ich bin bitte mal links. Ja. Setzen Sie sich doch bitte. Ich bin auch stolz auf dich. Gut, also, ich habe euch in diesem Turnier ja beobachtet und ich war ja auch der... Oder du bist doch pädophil. Ja, nein. Ich hab doch gesagt. Auf jeden Fall, ich sehe gewisses Potenzial in euch und ich möchte euch ein Angebot machen. Ja, Potenz, Alter. Habe ich auf jeden Fall, ja. Morgen. Potent in der Hose. Morgen soll der Flug nach New York gehen, wo die Landesmeisterschaften stattfinden im Schweinerennen. Und ich wollte euch fragen, ob ihr mitkommen wollt. Moment! Hä? Was? Lass es auf Spanisch ja sagen. Si, 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 si. Ja, okay. Okay, dann würde nämlich morgen der Flug stattfinden und ich würde euch noch genauere Informationen geben. Jenkins, was machst du? Ey, das ist gerade aus zwei Keksen 5 geworden. Ja! Jenkins hat diese. Oh nein, ich hab gekackt. Ja, voll gratis. Na, was lacht der Manager da? Lacht er über mich? Das ist ja fast wie Papa Johnson, Alter. Ja! Jenkins! Ich warte seit 2 Stunden auf dich! Wo warst du? Und wer ist das? Ey, lass mich in Ruhe, alte Schrille! Mama, das ist wer ist das, Alter? Hör auf, mich Mama zu nennen! Lass mich leid, Mama! Hör auf! Oder ich bin zu Boden für dich! Oh nein, der Gott ist erzornt! Siehst du, mein Zorn kommt auf dich herunter! Wir sehen uns morgen! Lachen Sie? Halt mal ihr modernes Vater-Mutter-Gespräch. Alle diese. Seid dir leise! Ey, alte Schrille, lass mich ruhig ab, der hängt hinten, Alter. Denk jetzt nicht mehr! Die Alte ist unheimlich. Ich bin so frei! Komm, schade mich! Ja, ich bin so frei! Schnell! Ja, ich bin so frei! Wow, also ich glaube, sie hassen ihren Sohn. Er ist nicht mein Sohn! Anneliese. Ja, wie geht's? Meine Freunde, meine Wegbegleiter. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich gehe mit Fridolin zu den Landesmeisterschaften. Nach New York. Von gestern? Meine Zeitung hat gepiepst. Und dann hab ich mir gedacht, ich reise weg. Du willst mich alleine lassen und die Kasse schmeißen. Oder ich schmeiß eine Milch! Anneliese, du hast mir so viel beigebracht. Du hast mir gezeigt, wie ich meine Scheine sauber mache. Du hast mir gezeigt, wie ich in die Sterne gucke, wenn ich Angst habe, nachts aufzuwachen. Aber ich mein Jenkins nicht alleine lassen! Anneliese. Mama, ich liebe dich. Mama. Nenn mich die Mama! Es tut mir leid. Oh nein. Oh nein. Ciao, Mama. Tschüss. Jenkins. Ich werde dich lieben. Ich werde... Du machst den Käfer. Ja, Execute zeigt dich. Execute. Wo ist er? Execute. Zeig dich, ich muss dich sprechen. Komm raus. Nee.
Da bin ich doch. Was ist denn los, Fridolin? Ich muss was sagen, ja? Also, ich weiß, es ist nicht leicht für dich und du musst das verkraften, okay? Da müssen wir beide durch. Fridolin, komm zum Punkt. Ich werde mit Jenkins verreisen. Wir gehen auf Weltreise. Wir werden Schweinemeister. Wir wollen Schweinerennen teilnehmen. Und das können nur wir beide schaffen. Und ich muss gehen, ja? Du da musst mich gehen lassen. Okay, von mir aus, Fridolin, viel Spaß. Ich will. Nein, ich weiß, du vermisst mich. Du musst mich gehen lassen. Fridolin, alles cool. Du kannst gehen. Ich hab nichts dagegen. Nee, lass mich gehen. Ich weiß doch. Fridolin, alles okay? Ich hab ne Fliege verschluckt, ja. Also. Ich muss gehen, ja. Ich werde wiederkommen. Ich verspreche es. Ich werde Schweinemeister mit Jenkins und dann komme ich wieder. Nee, lass mich gehen. Ich muss jetzt. Tschüss. Nee. Hallo, da bist du. Jenkins, Alter. Frisch auf Flug, ey. Ich hab ein bisschen Höhenangst, ja, aber ich bin fly. Ey, ohne Scheiße, ich hab vorhin so eine Tussi gesehen. Die hat ein Kind. Ja, da hat sie gesagt, du wirst niemals Kinder haben, aber dann hab ich gelacht. Jenkins, du hast ein Baby auf dem Rücken, ja? Ja. Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Wie heißt du, Schnuckiputz? Okay, die mag mich nicht. Hast du ein Ticket? Ja. Warte, Phone Number. Oh, was heißt denn das? Ja, hallo! Hallo, ein Ticket. Ja! Danke sehr. Kommen Sie jetzt mit. Werfen Sie Ihr Gepäck ein. Okay. Ups, Kaka. Warte. Ja! Ich mach das. Tauber, hier kriegen Sie Ihr Gepäck zurück. Guten Flug. Danke schön. Schönen Tag noch, Alter. Das ist mein Kind. Das heißt Rosenrot. Ich hasse meinen Job. Ja, was ist das Flugzeug? Ich trau mich nicht. Warte mal. Nein! Jack, jetzt lass das Kind fallen lassen. Hier, kauf dir eine Mama. Komm mit, Fridolin! Kauf dir eine Mama! Jack, ist eine voll cool hier drin, ja. Ohne Scheiße. Ich hab ein bisschen Angst hier drin, aber es ist nicht so schlimm, ja. Ohne Flachs, ne? Ich vermisse ein Baby. Du vermisst dein Baby. Ja, weiß, ich hab ungesättigte Fettsäuren Schweinemilchstecke gegeben, ey. Die war nicht in Tour rein. Jenkins, der Flug ist voll langweilig. Guck mal. Warte, ich lese mal was vor, was hier drauf steht, ja? Ja. Sie können ins Cockpit. Für 4,99. 4,99, ey! Ins Cockpit, ja? Ja, das heißt, ich muss 4x99 anklopfen und dann kann ich da rein. Ihr macht es! Alter, ich hör schon, wie die anderen Sachen hier fliegen, ey. Ihr macht das, los! Ja, geh da rein, Alter, ja. Geh da rein. Ja, warte. Ich klopf jetzt, ja? Ja. So. Klopf, klopf! Was wollen Sie? Ich will rein! Ich hab gewonnen! Sie dürfen hier nicht rein, Sie haben hier nicht gewonnen! Hört Sie... Was? Ich wollte wieder zu kennen, sorry. Hallo! Da ist voll geil, die drin! Sie dürfen hier nicht rein! Nein, was? Ja, Sie haben guck, ich hab den Titel! Steht, ich Cockpit für 4,99! Da steht Cocktail für 4,99! Jetzt geht ja, sie hier raus, ich muss auf Flugzeug steuern! Ja, geil! Was ist das hier? Nein, nicht drauf drücken! Hören Sie auf, da drauf zu drücken! Nein! Das ist kein Spielzeug! Hauen Sie ab hier! Nein, ich steh ab!
Werfling! Ey! Beleidige nicht meine Mama, ja? Ey, komm zurück hier! Hey, hallo, wie heißt du? Ey, du hast eine schöne Zunge, ja? Ey! Weißt du, wer noch eine schöne Zunge hat? Genau! Nein. Mein Schwein Ingeborg! Ja, was siehst du denn? Kann ich mich zu dir setzen? Ja, komm, das mache ich jetzt alles, das willst du nicht, ja? Ja, ich muss das schön, Alter. Ja, was hältst du mit dem Flug? Ich bin dem Vollschuh, Alter. Bitte Gott, komm mich hier raus! Bitte! Nein! Ich will nicht! Du bist fast so wunderschön wie ich, ja? Lass uns Kinder kriegen! Wir sind beide blond, ja? Es wird ein schwarzhaariges Baby! Cockpit! Sag, ob ich aussteigen darf. Blöde Alte. Was ist los? Was ist los? Ja, da haben wir den Cocktail nicht gegeben. Wir müssen das Schweinebügel Ja, ich bin so fly. Knorke. Ja, ist Mary. Du scheiß Schwein! Kackflecken! Ingeborg! Kackflecken! Los! Check it! Wir müssen hier hinschlagen! Wasserscheu! Ich war da! Echo! Los, Ingeborg! Sei nicht, Ingeborg, ich hab gelogen! Alter, ist gut, ja. Das waren doch Flatterpinger und Mongo-Kombo. Yeah. Dead sind die. Die hatten Fallschirm. Ja, wo sind wir hier? So, it's a prank. Wir sind hier in der Bahn. Ey, guck mal, da trainieren schon welche. Yeah. Das ist also die Arena hier, ja? Ja, Alter, voll geil. Ey, warte mal, ich hab ne Karte, warte. Warte, ich hab hier eine Beschreibung. Okay. Hier ist was ein schreiendes Schwein. Es folgt nee, das ist Kackflecken. Wo ist Kackflecken? Vielleicht sind sie schon zum Hotel. Ja, die sind schon zum Hotel. Das ist die Arena hier. Du hast. Ich kenne den Sand. Du hast eine Karte? Ja. Sagen wir sie nach Boston. Komm mit. Was? Ey, guck mal, Alter, die Standard, Alter, die ist richtig zerstört. Warum ist sie zerstört? Ich weiß nicht, ja. Es ist fast wie im Ruhrpott. Ey, guck mal da oben, da fliegen Menschen. Hey, die sind fly, die haben Schwerte durchgetrunken. Oh mein Gott. Die ganze Stadt ist hier kaputt, warte mal. Die sagen jetzt, eine Kreuzung Wurst nach Wurst. Ja, okay. Ich weiß nicht, soll ich die beiden mal fragen? Ja, das ist die Frage, oder? Hallo? Hallo? Wo geht's da lang zum Hotel? Sag uns das, ja? Jenkins, zeig dir das mal. Hier, guck mal. Hier, zeig ich die Karte. Guck mal auf die Karte, ja? Schlag ich im Knallarsch! Okay, komm, lass abhauen. Ich glaube, die hat mich angesteckt, der Pisse, Alter. Warte mal. Nee. Check ist ein bisschen. Hallo? Ich weiß es nicht. Die Stadt ist. Was ist das Modell? Welches Modell, Alter?
Naja, ich weiß nicht. Hast du einen Vorschlag? Ich hab einen Nachschlag! Komm, soll ich schon mit Stricken und Fly sein? Ja, Mann. Astumary! Astumary! Hier, schneide mich! Schneide mich! Astumary! Ich bin so fly! Schon wieder Astumary! Okay, jetzt gucken wir schnell. Hm. Komm rein! Hallo, du! Oh Gott, okay, hallo? Wir haben ja ein Hotel bekommen, ja. Ich hab hier Zettel, da steht alles drauf auf Spanisch. Hehe, me gusta la cara. Ja, der kann kein Afrikanisch. Keine Ahnung, welches Zimmer sie sind. Ich bin neu hier. Was ist das für eine Sprache? Denke ich als Afrikanisch. Das habe ich eben kurz als Klopapier benutzt. Oh, Sir! Okay, wissen Sie was, wenn Sie uns gut tun? Ich habe jetzt noch ein Zimmer frei. Nehmen Sie einfach das. Geht's Ihnen gut? Hallo? Geht's Ihnen gut? Ja, mir geht's gut. Okay, ich hätte jetzt noch ein Zimmer. Sie Arzt in der Apotheke. Ein Zimmer? Das wäre jetzt kommen. Wo geht's lang? Können Sie uns eben kurz zeigen? Ja, also Zimmer 307 wäre noch frei. Hier steht 307. Da ist ein Fahrstuhl. Ja, genau. Yeah! Brauchen Sie keinen Schlüssel? Okay. Warten Sie. Tun Sie nicht meine Arschritze, aber schön verstaut. Ja. Das zwingt! Sir, diesen Gefallen werde ich hier. Ich hasse meinen Job. Was ist das hier, Alter? Weihnachten. Erstmal die Tür abschließen. Ey, das sieht voll geil aus, Alter. Ohne Scheiß, ne? Yeah. Aber mir fehlt ein bisschen Schweinebettchen. Warte. Ich dekoriere ein bisschen um. Ja, die Hübsche, Alter. Aber was läuft denn da, Alter? Guck dir das an, Alter. Ah, das sieht aus wie ich, der Typ, ja? Warte, guck mal, das sieht aus wie ich, Alter. And he fried! Genau so wie wir! Ja, das sind wir, guck mal! Look, God! Ja, ja, tanzen! Ja, tanzen! Ja, tanzen! Ja, tanzen! Das ist die Omas! Und da ist der Oma gesagt: Anni! Ich vermisse Anneliese! Was? Die alte Knitterziege? Fridolin! Fridolin! Ja, was? Ich glaube, da beobachtet uns jemand. Da ist eine Kamera. Also, der will, dass wir uns ausziehen. Nein, ich glaube. Ich setze ein Toupet ab. Ja, soll ich mal mein Toupet absetzen, ja? Wenn Sie es sehen, ja, komm, ja, komm. Meine Haare immer. Kugel stoßen, komm, du gehst auf die andere Seite. Ja, ja, okay. Eins, zwei. Drei! Yeah. Jetzt fühle ich mich richtig schlau. Ich rübe dich! Ich rübe dich auch! Ja, unsere Warzen berühren sich! Ich will mal sagen, wir gehen schlafen, oder? Weil morgen ist großer Tag. Ja. Yeah. Okay. Ihr rüben um schlafen! Wo sind die Schlafzimmer? wo bin ich oben? Okay, gute Nacht, Fridolin. Gute Nacht. Hey! Ist jetzt mein Toupet eben aufgegangen? Es hat geklingelt! Ich muss mein Toupet aufsetzen, wenn einer reinkommt, Alter. Hast du es nicht gehört? Ja, kommt jetzt rein. Ich muss mal reinkommen, ey! Yeah. Hast du Schweinemilch bestellt? Alter. Siehst du aus? Ja, ein bisschen! Die Kamera beobachtet uns die ganze Zeit. Was meinst du, was er mit uns macht?
Ich hab eingekackt! Jenkins, ich hab eingekackt! Was steht sie auf? Ja, yeah. Ich komm mal her, ich muss kotzen! Jenkins, was war das? Ich höre Kinder. Huibu! Oh Gott, ich war schwarz! Ich war schwarz eben. Mein Gesicht wurde zum Schwarzen. Ich mach die Kamera ins Chaos. Also, jetzt sind meine Träume. Was ist denn das da? Ja, meine lieben Zuschauer, heute haben wir für Sie ein sehr wunderbares Angebot für Sie. Und zwar haben wir hier in der Hand einen Stock. Und das ist nicht nur ein Stock, das ist der Stock, mit dem Jackie zerprügelt wurde. Hier, schneiden Sie auf die Schweinchen und die kleinen Schweinchen werden vor Angst in die Klittern ihre Anusse füllen. Ja, und das machen Sie, es kostet 19,90 €, kaufen Sie es jetzt. Es ist ein Traum. Ich muss den Traum wechseln und ich wechsle. Was ist das jetzt? Yo. Aha. Xtena und Lucky Punch EP. Seven Dojo. Für Fridolin X Jenkins. Song by Geffen. Wir wollen euch, die Feuchtigkeit, sie kommen euch, diese Werbung ist einfach nur nice, und wir wollen euch, und wir können euch, denn wir sind ja so feucht, sind wir so feucht, denn wir wollen alles, einfach nur so feucht, denn wir können alles. Und wir müssen alle mit den Händen klatschen und du weißt, es. Diese Werbung, die ist der Brüller, sie kommt ja in den Nachrichten. Denn wir sind für alle der Brüller, wir sind feucht. Wir sind feucht, feucht, feucht. Wir sind feucht, feucht. Wir sind feucht, feucht, feucht. Wir sind feucht, feucht, feucht. Wir sind feucht. Manchmal denke ich mir, was habe ich denn für Träume? Doch, manchmal denke ich mir, ja, was habe ich für geile Träume? Geffen, ich liebe dich! Du Schwanz! Fridolin! Fridolin, ich hab wunderbaren Traum. Jenkins! Ja? Wo bist du? Ich bin auf Klo! Ah ja, okay, darf ich rein, ja? Ich schwöre dir, ich hab gerade Anneliese im Wohnzimmer gesehen. Was machst du? Ich hab Anneliese im Wohnzimmer gesehen. Komm mal gucken. Ja, ich komm sofort. Hau ab! Okay, ich bin fertig. Jenkins, komm! Guck mal, die Stich, Alter! Ey, das ist meine Anneliese Gummipuppe. Merci! Guck, die kann mit, kannst mit der nichts machen. Guck. Was ist deine Hand? Ich hab einen Brief in der Hand, ja? Der ist mir aufgefallen, pass auf. Also, als du dich mit Anneliese gestritten hast, weißt du noch, Alter? Check it ganz ruhig. Der Teppich ist so schön rot, ja? Als du mit dem Jacket. Du kannst einfach nicht ernst bleiben. Mayonnaise! Nein! Jacket! Also ist wichtig, ja? Als du dich mit Anneliese gestritten hast, ja? Da habe ich mit dem, da war noch der, unser Manager. Und der hat mir da heimlich so einen Brief in die Arschritze gesteckt und ich wollte ihm meine Arschhaare zählen und da ist mir das aufgefallen, dass er da steckt. Und, jetzt 55! Ja, genau.
55 Haare habe ich am Popo. Ja, ich kenne dich. Ja, und jetzt habe ich diesen Brief und wollen wir den aufmachen? Yes, aufmachen! Ja, okay, pass auf, ich lese den jetzt vorher. Ja, weil ich versuche mal zu lesen, ja. Das heißt auf Deutsch übersetzt, wir haben 10 Euro! Yeah, wir sind so reich! Check, ich weiß, was das bedeutet. Wir sind reich! Weißt du, was das bedeutet? Ich glaube, hier gibt's einen Kick, Alter. Ja, also, lass uns bei Kick einkaufen gehen. Krasser Flug, Alter. Was ist das hier? Das ist ein Typ, der heißt Chopping Ball. Da ist er. Lass ihn mal auslachen, wenn wir den sehen. Ja, der hat voll den bitteren Namen, Alter. Chopping Ball. Asteberry. Asteberry, mach Tür zu Seed, Ey, guck mal, was gibt's hier, Alter? Hosen aller Art. Guck mal, die mittlere hat ihre Tanke. Ein T-Shirt. Guck mal, die verkaufen hier Perücken, Alter. Ich will auch eine Perücke haben. Ich will blaue Haare haben. Oh nein, ich kann die Perücke nicht. Oh nein. Anonymous ist hier. Warte mal. Klamottengasse. Gasse? Ist ja gar keine, Alter. Nein, das heißt Gase. Guck, Klamottengase. Hallo. Ich hab ein paar Gases gespendet. was ist denn hier? Hier ist, Friedrichs Rindslecht, ne? Ey, was ist denn? Bist du Shopping Boy? Ja, Mann, bist du Shopping Boy? Ja, guck mal, Friedrichs Rindslecht und... Was ist denn? Weil sie es verarscht. Komm da raus, du! Das ist scheiß Schweinefleisch, Alter! Schwein los! Komm raus da! Los, raus hier! Ja, wir verschönern die Welt! Ich nenn dich... Ich klau mir mal ein bisschen! Scheiße! Ich nenn dich, Monooxidan-Chlorosid an Haar mit Pink. Ja, fuck! Nein! Was hast du getan, Jackie? Das überlebt! Das ist Kunststoff. Oh, Kunststoffmonoxid ist gestorben. Wir müssen den Laden anzünden. Das ist schon nicht. Scheiß Laden. Okay. Du scheiß Kuh. Du scheiß Kuh. Okay, komm mit. Ich meinte eigentlich die Verkäuferin, aber okay. Oh, Alter. Es ist schön fett scheißen. Wie geht's? Geht's dir gut? Ich sterbe gut. Ey, du da, bist du Shopping Boy? Nein. Ey, wieso bist du nicht Shopping Boy? Was machst du denn hier drin? Öffentliche Toiletten, 5 Euro pro Person. Ey, komm mal mit, guck mal da rechts, ey, da schön wie alles abfangen. Jeder mal ein bisschen nachhelfen. Ja. Guck mal hier, Alter! Die haben Schwarzen getötet! Ganz ehrlich, Alter. Guck mal, nur viel Personal. Ich komm da. Oh, Scheiße. Die Melden gekackt, Alter. Okay. Was ist denn das, was ist hier los, ey? Ey, hier sind Schuhe. Ey, hallo! Endlich find ich euch mal. Wisst ihr eigentlich, ich konnte euch gar nicht erreichen? Echt? Ja, ihr wisst, wofür die 10 Euro waren, oder? Wofür habt ihr sie ausgegeben? Scheiße. Wir haben uns davon Rosen gekauft. Ja. Das darfst du gar nicht sagen. Was? Ich meine, wir haben uns Kaffeebohnen gekauft. Ja, genau, Kaffeebohnen. Kaffeebohnen. Ja, Kaffeebohnen haben. Wir haben uns in den Popo gestellt. Wartet. Ihr habt euch davon Rosen oder Kaffeebohnen, was auch immer, gekauft. Und nicht das, was ich euch gesagt habe. War halt die Talk. Die Kaffeebohnen habe ich schon recycelt, Alter. Die kam wieder hinten raus. Ja, Mann, ich hab dafür nichts. Ja. Leute, ich habe euch die 10 Euro gegeben, damit ihr mich erreichen könnt. Friedrich, das ist mir nicht gesagt. Was hab ich da? Ich wusste ja selber nicht, das ist mir nicht gesagt. Egal, Leute, ich gebe euch einfach 100 Euro. Das hast du nicht gesagt, leg uns an. Leute. Du hast gelogen. Leute. Ich gebe euch
nochmal 100 Euro, ihr holt euch Aufladekarten, von mir aus auch irgendwas anderes und ich möchte euch morgen zum Rennen sehen. Kurze Frage, ja. Ist 100 Euro mehr als 10? Null mal. Dumm, Alter, das ist gar nicht mehr. Da hängt eine Null dran, dann ist die Zahl größer als wir. Als eine Null, Null ist gar nicht, das hab ich in der Schule gehört, ja. Eine Null! Ich hab ne Idee. Die einzige Null ist er. Was hab ich mir nur angetan? Ja, also 100 Euro, ja. Das ist ja Herr, ja. Tester. Ritsch. Ich hab 100 Euro, dann hol ich dir so einen Kaffeebohnen. Ja. Vergiss nicht, morgen ist das Rennen. Ja, wir vergessen das nicht. Los, wir müssen einen Laden finden, wo wir Kaffeebohnen kriegen. Hast gehört, in 4 Tagen ist das Rennen. Wir brauchen Kaffeebohnen. Morgen, nicht in 4 Tagen. Achso, ja. Hast gehört, übermorgen ist das Rennen. Kaffeebohnen. Los! Aber geil, Alter. Das war jetzt Toilettenwechsel, ja? Ich geh da rein. Okay. Ich stink. Schieß. Komm raus da. Jetzt haben wir genug Kaffeebohnen gemacht. Wollen wir uns doch Klamotten kaufen? Ja, das ist kein Problem. Lass mal doch mal in den Laden von eben, ja? Aber 10 Euro müssen wir weglegen, ja? Ja. Für Kaffeebohnen. Wo sollen wir uns was holen? Ja, lass uns ein paar Schuhe kaufen, ja? Ein paar Schuhe kaufen. Ja, du hast ja keine an. Ja. Hallo? Hallo? Ja, hallo! Ganz sicher, dass ihr Schuhe hier kaufen wollt? Ja, am besten Schuhe mit der Kackwurst. Ja, ich will die Schuhe für Obdachlose. Ich glaube, dafür haben sie das Geld nicht. Ich hab 100 Euro, teuer. Ja, ich hab 100 Euro. Komm hinter dir. Alter, das ist Shopping Mall. Entschuldigen Sie, Shopping Mall. Ja, ich bin Ihr Manager. Ich bezahle für sie. Mobby! Manager! Ich will die obdachlosen Schuhe! Ja, okay. Dann zweimal die Schuhe. Ich will die Kackwurstschuhe. Welche? Die sie beide haben wollen. Okay. Ich will obdachlosen Schuhe. Obwohl ich will die Jeezys haben. Ich will Jeezys. Ich bin modern. Okay, der eine will Jeezys. Ja. Also einmal die obdachlosen Schuhe und einmal die Jeezys. Jetzt hab ich Jeezys an, Alter. Alter, die obdachlosen Schuhe, die passen voll zu meinem Outfit. So. Okay. Tut mir einen Gefallen und benimmt euch, okay? Ja, wir benehmen uns. Ja! Danke. Und vergesst nicht, morgen ist das Rennen. Nicht übermorgen, nicht übermorgen. Wir benehmen uns. Friedrich, komm! Yeah! Ah, nee, warte, ich muss Schweine mitstricken. Warte. Ey, warte, Jenkins, warte! Warte! Guck mal, ich hab die Schweine mit der Suppe, wir können beide draus trinken. Jenkins, komm mit! Was ist? Ich will auch Klamotten anprobieren, ja. Ich will aussehen wie eine Prinzessin! Das ist jetzt schon aussehen wie eine Prinzessin für mich! Komm mit, trink aus meinem Schweine mit. Komm mit. Astemary. Ich bin so fly. Jetzt geht's richtig los, Alter. Wir werden gleich Schweine rasieren, ja? Ja, ey, guck mal, ist jemand. Wer ist das denn da? Hallo, wer bist du? Hallo! Wer seid ihr denn? Ich bin Jenkins, das ist Fridolin. Und du? Ich bin Fridolin. Ich bin Geffen. Deine Mami mag ich, ja. Ja, ich auch. Kannst du deine Mami zu lassen, ja? Wie sieht denn aus? Danke fürs Kompliment. Sag jetzt nicht, dass ihr auch am Schweinerennen seid. Ja, doch, das sagen wir ja, voll geil, ne? Du auch, ne? Ja. Ja, Alter, du bist wie Fisch. Richtig reibero.
Ihr wisst schon. Ja, bleib ruhig, ich weiß nicht, was das heißt. Ihr wisst schon, dass ich der Meister da drin bin. Ey, voll geil, an die Berede, Meister. Ja, und dass hallo. Ihr keine Chance gegen mich habt. Oh, danke, wir haben keine Chance gegen ihn. Ah, das, du, ey, danke schön. Ich will dich heilen, ja. Also, Mary! Allein wie ihr schon aussieht, habt ihr überhaupt keine Chance. Ja. Ich hab noch nie jemand zu dir gesagt. Ja, oh mein Gott. Gott. Oh, du bist so schön. Oh, wir wollen dich. Oh, wir lieben dich, ja. Wir lieben dich. Ja, ich aber euch nicht. Also. Oh, danke schön. Guck mal, der ist nicht so aufdringlich wie die anderen. Ja, Mann. Und er hat einen schicken, charmanten schwarzen Anzug, ja. Ihr wisst schon, euer Schwein, ist eher, nicht gut aufgetunt. Ja, das ist ganz natürlich. Das ist ein richtig Schwein. Ich hab mein Schwein frische Hufe aufgezogen, ja. Komm mal mit, lass mal eben, ja, komm, lass rennen, glaube ich, die Schwein. Gleich. Ja, die Schwein, du machst du, du hast aber eine Zuckerpuppe. Ja, guck mal, das sieht aus wie Tabasco. Oder? Ja, Tabasco-Soße. Ist das nicht Hugo Tabasco? Der weltweite Schweinereiter, der Schweine bearbeitet, nach dem Rennen? Ah, oh, mein Güte, mein Respekt, aber, Okay, ich geh auf Pilze. Du hast trotzdem keine Chance. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Halbfinale des weltweiten Schweinerennens. Ich möchte euch unsere Teilnehmer in diesem Rennen vorstellen. An erster Stelle steht Geffen, der Favorit unserer Menge. An zweiter Stelle steht Hugo Tabasco, der Meister der Tabasco. An dritter Stelle steht Hildegard, zum ersten Mal dabei. An vierter Stelle steht Pferdemounter. An fünfter Stelle steht Fridolin. Der ist auch das erste Mal dabei. Genau wie der sechste Stelle. Gut, dann das alles geklärt ist, möchte ich sagen. Du Wichser, das ist schön. Lasst uns das Rennen beginnen. In 3, 2, 1 und los. Ich höre noch auf. Ich werde erster werden. Runde 2. Wer hat mein Schwein geschlagen? Yeah. Wer hat mein Schwein? Vielen Dank an alle Teilnehmer, die teilgenommen haben. Und jetzt kommen wir zum Ergebnis. Damit hast du es gehört, Alter. Auf jeden Fall. Auf dem 6. Platz und damit leider als schlechtes abgeschnitten steht Hugo Tabasco. Tut mir leid. Gehen Sie bitte nicht auf die Verlierer los. Eventuell sollten Sie lieber bei der Tabasco bleiben, denn die machen Sie. Hey. Gut, auf dem 5. Platz steht Pink Mountain. Ja, man sollte eventuell beim Fußball bleiben und irgendwas mit Schwein verbinden. Aber keine Bange, schon gefahren sie jetzt nicht letzter, ne? Gut, auf dem vierten Platz steht. Auf dem vierten steht. Ich denke, zu den Helm ab. Ich setze ihn ab, warte. Können Sie eventuell ruhig sein, bis sich alle Ergebnisse getragen haben? Auf dem 4. Platz steht Hildegard, die Hildegard. Nicht gerade anwesend ist, geistig. Hildegard, Alter! Buh! Buh!
Aber sie ist meistens eh nicht geil, ist die ganze Zeit, also. Furz ins Gesicht! Jetzt kommen wir zum dritten und zweiten Platz. Es war eine sehr knappe Entscheidung. Ein Foto, finde ich, musste entscheiden. Das Foto will ich zugeschickt kriegen. Ich sag aber zuerst, wer am ersten Platz steht, damit es ein bisschen spannender ist, wer jetzt eigentlich auf dem zweiten und dritten Platz steht. Denn auf dem ersten Platz steht Jenkins. Glückwunsch! Jenkins, der Gewinner! Beste Frau, Alter! Yeah. Aber jetzt kommen wir zu dem zweiten und dritten Platz. Es musste ein Fotofinish entscheiden zwischen Fridolin und Geth. Und auf dem zweiten Platz steht Fridolin! Geth steht auf dem dritten Platz und damit hat der Favorit leider nicht gewonnen, aber ist trotzdem nur noch in den Top 3. Ich bin Gewinner, hier der Beweis, du bist Loser, kriegst den Preis! Okay, dann vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben und an alle, die es geschafft haben, kommen ins Finale. Ich bin das Management, ich bin Giffen, Alter. Giffen, da hält richtig gerade die Fresse, ja? Giffen, Alter. Sir, das ist bloß ein Faden. Ja, viel Spaß damit. Ich hasse meinen Job immer noch. Fridolin und Jenkins. Yeah, das fällt euch was auf? Das Fenster wurde geklaut. Nein, ich meine, ihr habt immer noch nicht euer Handy aufgeladen. Aber keine Sorge, ich hab's für euch getan, weil ich wusste, ihr würdet. Danke, Pussy! Ja, ich auch. Okay. Auf jeden Fall möchte ich was von euch. Erstmal gratulieren, dass ihr gewonnen habt. Ey, du kannst es doch persönlich richtig fragen, ne? Wenn du was von uns willst, dann sag uns das doch. Und sag mir, dass wir auf dem Tisch stehen. Dann schwimm ich über der Decke wie ein Dementor. Nein, aber ich möchte was von euch. Und zwar, geht bitte auf die Karaoke-Party, die heute Abend ist. Ja, wo ist das? Wo ist die? Drei Straßen weiter. Ach so, Richtung Boston, ich weiß, Richtung Boston. Ich sende euch noch eine genaue Adresse. Auf jeden Fall, bitte geht da hin, denn... Ich zieh mir die Adresse aus deiner Hosentasche. Nein. Ich hab sie. Guck, da steht's. Boston. Okay. Ja, Boston. Alter, ich wollte schon immer die E-Mail-Adresse haben. Okay, wir sind zur Party? Ja, okay. Geht dann da bitte hin. Endlich Namen für mich, Merlein. Erstmal meine Bitches anrufen. Ey, ich weiß nicht, Alter. Die haben gesagt, Boston. Warte mal. Sollen wir bei dir mal nachfragen? Ey, ich glaube, das ist das, ne? Ja, bitte. Weil, guck mal, Beschreibung steht, das sind Menschen. Das sind Menschen! Ja! Yeah. Yeah. Das sind welche? Yeah. Oh, ja, richtig Partymucke. Oh, yeah. Yeah. Dancen. Ja. Yeah. Ey, hier sind welche. Hallo, Chicks! Ja, hallo! Hey, ich heiße Jenkins! Das ist mein Freund Fridolin! Ja, ich bin Fridolin! Das ist Jenkins! Und wie heißt ihr? Wie heißt ihr? Was heißt doch Raclette? Mein Name ist Ursula! Ja, Ursula! Ja, Ursula! Ey, habt ihr Lust mit uns auf die Tanzfläche ein bisschen zu tanzen? Ja, klar! Ja, kommt mit! Hallo, ja. Das ist ja sexy, Alter! Ja! Yeah. Ah, danke. Deine Windel riecht so schön. Warte mal, das ist die zweite Reise, die vorhin gewonnen haben. Aber ich kenn's jetzt wieder. Ja, wie sie jetzt. Ja, das ist mein Freund Fridolin. Ich kenn's ja nicht für Fridolin. Geffen. Ja, bitte. Hi. Hallo. Was machst du denn hier? Wie habt ihr den ersten und zweiten Platz belegt? Wir haben fair geritten. Ja, fair. Wir haben gelungen! Yeah. Ihr habt nicht mal fair geritten. Ihr habt irgendwas eingesetzt. Ich hab nur meine Mama fair geritten. ich bin normalerweise der die Rennen gewinnt.
Ja, ihr habt ohne Scheiß, es tut uns leid, Alter. Ja. Und nächste Runde wirst du ständig gewinnen. Ja, es tut uns wirklich leid. Ihr habt geschummelt, zu 100%ig. Nein, ihr habt geschummelt. Ihr habt das. Ich hab gesehen, wie ihr vor den Rennen noch euer Schwein noch irgendwie so einen Trank gegeben habt. Schweinemilch! Ja, Schweinemilch. Ihr füttert ja ihre eigene Milch. Also, das war schon Schummeln. Das ist kein Schummeln. Das ist Inzucht. Wie man schon gesehen hat, ich hätte euch beinahe überholt. Aber nein, mein Schwein. Ja, du hast es fast geschafft, du bist richtig gut. Ja, wir lieben dich mit deinen größten Fans. Ja, aber ihr seid nicht meine größten Fans. Lass den Bauchnabel küssen. Nein, ihr könnt weggehen. Nee, wir können das, hat er recht, aber irgendwie. Das machen wir nicht. Guck mal, wir haben hier ein paar heiße Bräute kennengelernt. Ja. Darf ich vorstellen, das ist Ursula. Und das ist Raclette. Hauer. Es ist unsere Bitches, ja, es ist unsere heißen Mäuschen, ja. Ja, ich muss sagen, ich gehe in den Pool. Pool! Ich kann nicht schwimmen, aber ist egal. Aber ich muss noch sagen, ihr hättet auch keine anderen bekommen. Keine anderen Weiber. Ja, weil die Blumen ja auch keine anderen sind. Ja, weil ihr sonst keine guten abbekommt. Ja, die sind wunderschön. Ja, guck mal, wie ihr aussieht. Ja, die sind aber. Ja, die sind wunderschön. Ja, die sind wunderschön. Jetzt haben wir ins Gebüsch an, zu viert, kommt mit. Ich hab mich extra schön umgezogen. Mit dem Smoking bin ich hier. Ja, die Smokes, der Rauch, der hat einen Rauch an. Oh mein Gott! Der ist auch verboten! Ja, guck mal da hinten. Ich hab die Idee des Jahres, die Karaoke singen. Ja! Das Deutschlands Lagerfeuer singt das Lagerfeuerlied. Das Und das Lied geht noch viel schneller, denn erst dann wird es zum Hit. Darum spritzt ihn doch ganz einfach ab. Dom. Ja, wunderschön gesungen, ja. Ja, Alter, wir haben gesungen wie Babys. Ey, ihr beiden Hübschen. Wollt ihr vielleicht mitkommen? Wir haben ein eigenes Hotel. Ja, das heißt Rasar. Rasar. Genau wie Rasur. Wir haben wie Rasur, Alter. Ja. Ohne Scheiß, mit Rasur findet nur statt, wenn der Vollmond uns strahlt. Ja, komm mit. Komm mit, ihr geilen Schippen, Alter. Ja. Ohne Scheiß, eure Arschkneten können richtig Kasten formen. Ja. Tschüss, Maul. Shopping Maul, noch einen fetten Bussi von mir. Okay, laufen wir jetzt ganz souverän. Tschüss, Shopping Maul. Tschüss, Chef. Mann, das für komische Typen. Echt so. Ich bin gestorben! Friedolin? Du bist gestorben! Ja, ich hab gelogen! Lass mal nach oben, ja? Die brauchen jetzt Schlange, ja? Was ist hier los? Was macht ihr? Was macht das Schwein auf meinem Bett? Was macht Ingeborg Kackfleck hier oben? Was sind die anderen beiden Schweine? Was seid ihr denn, Alter? Was machen sie hier? Was sind diese beiden Mädchen, Alter? Hallo, ihr Brötchen, Alter. Hallo, komm her. Ja, richtig Knacker. Ja, richtig Knacker, Alter.
Wolltet ihr nicht etwas später zurück sein? Wir haben ein paar Freunde kennengelernt. Guck mal, wie schön die sind. Ja, guck dir die Augen. Du willst vorstellen, das hier ist Ursula. Und das ist Raclette. Guten Tag, meine Damen. Ja, ihr hattet etwas Spaß, ich hatte etwas Spaß. Wie das Spaß? Was machen Sie denn hier? Was habt ihr gemacht? Sitzen. Was noch? Nein. Wollen wir einen Film gucken? Ja, komm, wir gucken Film. Der Fernseher ist doch. Geiles Bild. Der Fernseher ist weg. Sein Mann ist der weg. Alter, wurde geklaut von Pull. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ja, okay. Ja, Manager, wir haben noch viel zu tun mit unseren Freundinnen. Ich bin gestorben. Oh nein, Jenkins ist tot. Den hab ich euch bei der Leine. Komm mit. Hey, Raclette, Spalett. Ich hab gelogen. Du könntest ja nach oben gehen. Geh nach oben, ne? Komm, wir spielen Monopoly. Ja, Monopoly. Oder nein, lass uns was weiteres spielen. Lass uns Schweinärgerlich nicht spielen. Ja, Schweine ärgere dich nicht. Okay. Ja, komm her, Raclette. Okay. Ursula. Ich stehe, Alter. So. Komm, ich spiel das jetzt, Alter. Schweine ärgere dich nicht. Ja. Du musst würfeln. Ich hab das getan. Ja, du musst den würfeln. Du hast eine 7 gewürfelt. Ja, das heißt, es verloren. Wir haben gewonnen. Und damit hat deine Freundin auch verloren. Wir sind gewinnen. Ja, okay, damit wir sagen, kriegst du den Preis. Ich sag mal, ihr fallt jetzt runter, ja? Ja, ihr müsst jetzt runterspringen. Das war ganz lustig mit euch bei dir. Mensch, ärgere dich nicht. Hast du es gesehen? Da war ein Shopping Mall runtergeflogen. Nein, Shopping Mall hat Schweinemilch getrunken. Aua. Ich komm nicht mehr raus. Ich muss springen. Was ist die Rutsche? Oh Gott, das ist ein Geister. Ich hab einen Nagel, da kommt er nicht durch. Yeah. Der wird erwürgt. Yeah. Was sind die ganzen Schweine? Wollen wir die Schweine poppen? Ja, komm her. Ja. Also, hattet ihr denn einen schönen Abend? Ja, wir haben schon ärgerlich. Eine Frage, Manager. Würdest du lieber aus dem Fenster springen oder einen Affen ficken? Ja, was gibt's da zu lachen? Was würden Sie lieber? Aus dem Fenster springen oder einen Affen ficken? Aus dem Fenster. Einen Affen ficken! Er will den Affen ficken. Er ist schön. Ekliger. Alle springen ihm aus dem Fenster. Jenkins! Du musst springen! Ich hab nicht genug. Ich fang dich mit Nagel! Okay. Entweder springst du jetzt oder du musst laufen finden! Astemary! Ja, okay, dann würde ich mir sagen, gehen wir schlafen, ne? Hier auf der Straße. Ja, lass uns. Komm, geh. Mama, ich hab geschissen! Nein! Mein Klopapier! Ey, Jenkins! Lass uns den Obdachlosen suchen und den beklauen! Das Shopping Mall hört! Alter, wir müssen den Obdachlosen suchen und den beklauen! Astemary! Er wollte Kugelstoß machen! Oh ja, Mann, Alter! Ich liebe das! Yeah. Ich bin der Beste! Ja, yeah, meine Mama hat das auch immer mit mir gespielt, ja? Ja, okay. Okay. Lass das jetzt machen, ne? Eins. Eins, zwei. Drei! Das war gut, ja? Also, mir ist gerade das Schweinebitch aus meiner Nase geflossen. Ich hab Fett verbrannt! Oh nein, deine Haare sind weg! Meine Haare sind auch weg! Oh, jetzt hab ich die Haare! Ich krieg meine Haare nicht mehr, ich glaube, ich muss einfach meine Augenbrauen abrasieren. Sind nachgewachsen, guck mal, ich hab sie gegossen! Deine Augenbrauen sind weg! Meine Zähne auch! Meine Zähne, oh nein, die waren schon vorher weg! Fridolin! Jenkins! Ich muss dir was erzählen, Alter. Halt sie mir was, Alter. Shopping Mall! Shopping Mall.
Ich hab mich kastriert. Soll ich was sagen? Ich hab seinen Arsch rasiert. Yeah, rasier mal. Oh, yeah, yeah. Yeah, aber das ist meine Karte. Ohne Schiss hier. Yeah. Du hast den Pimmel abrasiert. Yeah, das hab ich gemacht. Ich zeig Schweinemilch. Yeah, dann wächst du wieder nach. Nein! Jenkins! Ich kann nicht anhalten! Jenkins! Ey, was guckst du mich so blind an, ja? Ey, mein Kumpel Jenkins ist gerade weggeflogen. Ey, ich brauch deine Unterstützung, ja? Ich will eine Verbissensanzeige geben, ey. Warum filmst du mich überhaupt, ja? Ey, das geht an euch da draußen, ja? Alle, die dieses Video sehen, Alter, ja? Ja, an alle, die das da draußen sehen, ja? Schweinebischbrüder. Ihr müsst dafür sorgen, dass noch ein zweiter Teil kommt. Ich möchte nicht, dass Jenkins stirbt. Sorgt dafür, dass noch ein zweiter Film produziert wird, oder ich steche Excel, dann kommt nie wieder ein Film. Ich hab euch lieb. Das war die Geschichte einer wundervollen Freundschaft zweier durchgeknallter Typen, die viele große Abenteuer erlebten. Und nun Ende der Geschichte. Das war's, meine Kinder. Auf Wiedersehen.